haben allesamt ohne die Nase gearbeitet. Wir haben also wirklich in einem absoluten Medium gearbeitet. Aber dennoch gibt es bei uns Preise 3 an der Zahl. Der dritte Preis, ein kleiner Walkman für Vergnügungsstunden in der U-Bahn. Der zweite Preis, eine High-Karaoke-Anlage. Der dritte Preis, und da können Sie ruhig mit den Ohren wackeln, 1500 Mark im Bar. Und dazu werden wir jetzt kommen, der das Rennen gemacht hat. Wir haben die Publikumsstimmen schon zusammengezählt. Und da sind laut dem Publikum Schale Schokolade ganz heiß im Rennen. Da haben wir 56 Punkte und auch Laubuch Albert von der Rode und auch Petra Berle ist mit dabei. Es kann allerdings noch sehr, sehr eng werden für die Damen und Herren, weil mit 25 Punkten ist Bernd Peters auch ziemlich nah dran. Und auch die 35 Punkte von Elmar Natsch könnten durchaus noch gefährlich werden. Und auch Tino Otto darf nicht vergessen werden. Ich fange an mit Antonio Seidemann, unser spanischer Korrespondent, unser erstes Jurymitglied, das jetzt dazu aufgefordert wird, die ersten Punkte abzugeben. Ein kleiner Trommelwirbel vielleicht. Molto bien, piccolo, e grazie, Señor Antonio Seidemann. Also guten Abend. Ich habe erstmal für einen Mann, der etwas in Dramatik versteht, eine schöne Bühnenpräsenz hat und bestechende Augen, wenn er die Sonnenbrille abnimmt. Ja. 10 Punkte für Albert von der Rode mit rosa Rot. 10 Punkte für Albert von der Rode. Da bleiben noch 50 Punkte zum Verteilen. Dann hätten wir noch ein Pärchen, das Felsen zum Schmelzen bringt und vielleicht ein bisschen Größenprobleme hat. Uwe und Gerd, Schmiedemeister. Trude und Gerd, das ist auf Startnummer 13, ganz unten. Die Brigitte ist das französische System gewohnt, das ist das deutsche System. Ich muss nichts dazu sagen, unsere Jurymitglieder haben insgesamt 60 Punkte, wobei sie maximal 20 Punkte an einen Künstler oder Künstlerin verteilen können. Herr Seidemann, Entschuldigung für die Unterbrechung. Ich hätte nochmal 10 Punkte für eine Dame wiederum, die sich um den Siegenden und die siegenden Bevölkerungszahlen kümmert. Schöne Tanzeinlagen. Petra Perle, ich bekomme ein Baby. 10 Punkte. Petra Perle, unsere starke Frau mit dem dicken Bauch. Nicht zu vergessen natürlich eine Dame wiederum, sehr temperamentvoll, die Teddys platt fährt. Lido Rosso mit dem Lieder Roller. Lido Rosso, Startnummer 3, waren das 10 Punkte. 10 Punkte. 10 Punkte. Er konnte sich nicht für einen Sieger entscheiden. Doch. Ich habe nämlich für eine sehr dramatische Wettervorhersage, eine hervorragende Dramaturgie, etwas ungehobelt vielleicht, aber deswegen mitreißend, Schale Schokolade, 20 Punkte. 20 Punkte, Schale Schokolade. Damit haben Sie sich schon mit 104 Punkten ein wenig abgehoben, aber das letzte Wort ist noch lange nicht geredet. Bitte unser Dozent für Seriositätswissenschaften, Herr Andreas M. Groß, ich bitte um die Punkteabgabe. Zunächst einmal guten Abend. Wir haben uns als Jury übrigens nicht abgesprochen, sondern das ist wirklich individuell erfolgt. Einige haben, glaube ich, 5 Alle Züge. War ziemlich schwierig, wirklich sehr schwierig. Also es gibt jemanden, der steht einfach voll hinter seiner Sache und es gibt Leute, die tun das nicht. Bei einigen habe ich das Gefühl, das hat wirklich geklappt und da war einer, der hat so richtig draufgehauen und hat sich gefragt, was da für ein Typ daherkommt. Ich dachte, das ist Elmar Natsch und der gibt 10 Punkte. 10 Punkte für Elmar Natsch, das war die Nummer 10. Es ist natürlich schwierig, Haushalt, alles Mögliche, was zum Leben einer Frau dazugehört, irgendwo unter einen Hut zu bekommen. Wenn man aber wirklich einen Text singen kann, wo es jedem Mann eiskalt den Rücken runterläuft, dann muss man sagen, kann das eigentlich nur Peter von Petra Perle. Und wir haben 10 Punkte. 10 Punkte für die Startnummer 8, Petra Perle. Eine ganz tolle Melodie ist da auch einmal gesungen worden, ein paar Mal, aber einmal ganz besonders, von einem Paar, das nicht nur musikalisch, fand ich, wirklich gut zusammenpasst, auch von dem Adel und der schönen Ausdrucksform ihrer Stimmen und so mit der Ballettbegleitung. Und der tiefe Sinn ihres Liedes wurde vom Ballett wirklich gut vermittelt, fand ich. 10 Punkte für die Prinzenrolle von Helga und Co. Unsere neue Prinzessin, die Prinzenrolle Helga Kohlertscher.
10 Punkten. Ich hatte auch das Gefühl, dass jemand, der so richtig in die Stadt runterrollt, mit einem ganz starken Lied voll zur Sache steht, sich gut bewegen kann und auch wirklich toll singen kann. Und das ist Lilo Rosso. Lilo Rosso auf 10 Punkte. Auf 10 Punkte, genau. Das Schwierige war, dass man sich irgendwo eben entscheiden musste und dann blieben eben nicht mehr allzu viele Möglichkeiten über. Schade Schokolade hat dann doch das Rennen mit 20 Punkten. Schade Schokolade, Startwort mit 20 Punkten. Da bin ich sehr gefertigt mit dem Herrn Groß, vielen Dank. Dann kommen wir zu der Ingeborg Schober. Frau Schober, ich bitte um Ihre Punktevergabe. Okay, schönen Abend erstmal. Und ich muss sagen, das Programm war durchgehend einfach toll, amüsant und sehr viel Witz und Charme drin. Wie wollte ich Sie abschließen? Ich würde ganz gerne ziemlich inflationär mit den Punkten umgehen, aber das darf ich ja nicht. Also, fangen wir in der Startnummer 3 an. Lilo Rosso, Lila Roller, denn ich habe auch schon immer von einem geträumt. Und wenn dann so eine Blondine daherkommt, die das so toll macht, das gibt 10 Punkte. Dann, ja, da haben wir ungefähr den gleichen Geschmack, glaube ich. Prinzenrolle, ja, Helga Pogacar. Also, ich meine, diese Kombination aus Märchen, Traum und Bodybuilding, das ist unwiderstehlich. Gut inszenierter Kitsch, 10 Punkte. 10 Punkte im Start oder so, auch ein Frauenthema, das wirklich also jeder Frau aus dem Herzen und der Seele gesprochen, dermaßen toll verpackt. Petra Perle mit Ich bekomme ein Baby. Ich starte mal ab, auf die Punkte. Muss sein. Naja, und weil es also an jungen romantischen Männern in diesem Lande mangelt, ist das einfach Punkte wert, und zwar 10 für Albert van der Hoorn. Start Nummer 9, Albert van der Hoorn, 10 Punkte. Ja, und last but not least, nicht nur weil Sie hier waren und in der Überzahl, ich würde Sie nicht in mein Wohnzimmer einladen, ganz bestimmt nicht, aber ich gebe Ihnen 20 Punkte. Schade Schokolade. Schade Schokolade, Start Nummer 9, 20 Punkte. Frau Schober, vielen Dank für die Punktevergabe. Jetzt kommen wir zum Rainer Dusan von Antenne Bayern. Einen schönen guten Abend. Guten Abend! Ich gebe 10 Punkte für den lila Roller. 10 Punkte für Lilo Rosso! Dann habe ich die weiteren 10 Punkte für eine Sängerin, die stimmlich mit den anderen Schlagersängern in Deutschland zu vergleichen ist, aber sie hat mehr Glamour. Diva Nummer 11, 10 Punkte. Endlich ein Punkt für Diva. Und der Start Nummer 7, 10 Punkte. Eins weiter. Die 10, jawohl. Und die linke 10 bitte durchstreichen, jawohl. Da war ich ganz besonders beeindruckt von dem Text. Von Nummer 12. Nummer 12, das war Bernd Peters, der einsame Streiter, war zum allerersten Mal hier auf der Bühne. Bernd Peters, 10 Punkte auf. War das 10? 10 Punkte. 10 Punkte für die Startnummer 12. Bravo! Und dann wurde ein Problem auch für mich sehr gut musikalisch umgesetzt. Das war Petra Perling, ich bekomme ein Baby, 10 Punkte. Der Hit für die Zone kommt, Petra Perling. Ja, meine Spitzenreiter für diese Nacht. 20 Punkte für Nummer 5. Schade Schokolade, langsam zeichnet sich ja wirklich eine Gewinnerstraße ab. Langsam geht es fast darum, aber warten wir es ab.